Etwa 30.000 Besucher feierten am letzten Wochenende die 27. Karl-May-Festtage. In einem bunten und vielseitigen Fest begegneten sich Familien, Hobbyisten und fremde Kulturen. Zur Eröffnungsfeier am Freitagabend strömten zahlreiche Country-Fans in die Westernstadt Lidl-Domstum. Besondere Vielfalt erlebten die Besucher in diesem Jahr bei den Präsentationen in der Kleinen Feder. Vertreter von 6 indianischen Stämmen gaben mit traditionellen Tänzen, Geschichten und Musik einen faszinierenden Einblick in ihre Kulturen. In der Gestalt von Tieren, mit Masken, Federschmuck und Trommelklängen ließen sie die Zuschauer an den Traditionen ihrer Vorfahren teilhaben. Bereits zum 6. Mal reisten auch die Häuptlinge und Tänzer der Oneida Indian Nation nach Radebeul. Zahlreichen interessierten Zuschauern zeigten sie traditionelle Tänze ihrer irokesischen Kultur. Ed A. Bryant von den Chimchian aus Kanada stellte mit Tanz, Gesang und Trommelklängen die Bräuche seines Volkes vor. Jung und alt, Western-Hobbyisten und Indianistiker, Gäste aus der nahen Umgebung und aus entfernten Ländern feierten ein friedliches und fröhliches Fest. Ina Drum vom Kulturamt fasst die 3 Tage noch einmal zusammen. Die 27. Karl-May-Festtage sind jetzt auch schon vorbei. Das Wetter war uns zum Glück hold. Es war wirklich zauberhaftes Frühlingswetter, das auch zahlreiche Besucher hier in den Lößnitzgrund gelockt hat. Besonders viele Familien, worüber wir uns sehr gefreut haben. Uns sind sehr viele kleine Old Shatterhands, Winnetous und Shochis begegnet. Also Kinder, die sich hier als Karl-Mays Helden verkleidet haben und ihre Abenteuer erlebt haben. Besondere Highlights waren natürlich auch in diesem Jahr wieder die indianischen Präsentationen in der Kleinen Feder, die sich in diesem Jahr durch eine sehr große Vielfalt an indianischen Stämmen ausgezeichnet haben. Es waren tatsächlich ganze 6 Indianerstämme, die gezeigt haben, wie unterschiedlich die indigenen Völker und ihre Kulturen sind. Aber natürlich war auch wieder in Little Tombstone einiges zu erleben. Sicherlich unvergesslich für alle, die dabei waren, die Tortenschlacht von Locky und Big Eddie, die sie zu ihrem Geburtstagsfeier geladen haben und mit Feinden und Freunden ein wildes Durcheinander organisiert haben. Ein besonderes Highlight war natürlich heute Morgen wieder die große Sternreiterparade, an der 156 Reiter beteiligt waren und gemeinsam über die Meißner Straße geritten sind. Der Sieger des diesjährigen Sternritts waren genau zu sein 3 Sieger, und zwar Holm Opitz, Jan Ebert und Daniel Schmid. Die sind aus Adorf im Vogtland insgesamt 220 Kilometer nach Radebeul geritten und haben als besondere Auszeichnung von Winnetou alias Michael Bert Kanana die originalgetreue indianische Friedenspfeife überreicht bekommen. War sicherlich auch für die 3 ein ganz besonderer Höhepunkt auf ihrem Fest, aber auch für alle Besucher. Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Karl-May-Festtage im kommenden Jahr. Die 28. Karl-May-Festtage finden dann vom 31. März bis 2. Juni statt, also wieder etwas später im Jahr. Die Karl-May-Festtage finden jährlich am Wochenende nach Christi Himmelfahrt statt. 3 Tage lang verwandelt sich dann der Radebeuler Lößnitzgrund wieder in eine abenteuerliche Wildwestlandschaft wie in Karl-Mays Geschichten.